Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf Blackpipe. Heute kommen wir mal zur so gefragten Honey Sign Stick für 50 Euro. Floor seats for the Knicks, couple models going hits, they don't even wanna pick. Wanna lick up, wanna yeah. I done made a couple hits, going hammer with the pick. God handed me the gift, nothing slamming for a brick. Rolly ain't got a tick, I attract a lot of ticks. Getting caught up in the mix, Hollywood same chick. Didn't know that I be doing this, went to school for paying picks. Now I paint the bigger pic, see I'm really with the shit. So, das Video wurde natürlich eröffnet mit einem geilen Porn und unserem Intro. Da steht sie. Ich habe für diese ganze Pfeife, wie sie hier steht, außer, muss ich dazu sagen, die Bowl, das ist nämlich eine andere, und zwar eine WD Hooker Crystal Bowl. Aber sonst, so wie die Pfeife hier steht, habe ich für diese Pfeife auf Shisha Domme 50 Euro bezahlt. Und 50 Euro für eine Pfeife heutzutage ist sehr wenig Geld für das, was man auch bei der Pfeife hier bekommt. Die Pfeife hat mich einfach angesprochen mit ihrem minimalistischen Design. Und zwar keine ganzen Schnörkeleien, keine krasse Farbe oder sonstiges Design. Designtechnisches, was einen hohen Preis gerechtfertigen würde. Und zwar fand ich einfach das Design so cool aus diesen Edelstahlrohren und eine ganz simple Base. Die Pfeife an sich ist aufgebaut, wie man hier sieht, aus einem langen Edelstahlrohr. Das geht durch die ganz kleine Plastikbase, geht wieder runter ins Wasser, ein etwas dickeres Edelstahlrohr. Oben ganz normalen Teller, Edelstahl, unten ist der irgendwie ein bisschen Chrom, stört mich aber nicht, und oben ist der so geschliffen, wie sagt man das? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Sonst finde ich mega geil bei dieser Pfeife sind die Details. Die Details sind wirklich eine 1 plus mit Sternchen. Einmal gibt es unterm Teller, blende ich natürlich auch ein, Honey Sign geschrieben, so ein Stift. Sieht aus wie ein Ring, den schraubt man einfach oben auf den Adapter drauf. Kann man auch abmachen, aber warum soll ich ihn abmachen? Der war sowieso schon drauf. Ganz kurz, ich zieh mal, nicht, dass der Kopf zu heiß wird. So. Aber bevor wir komplett auf die ganze Pfeife eingehen, sage ich erstmal das Setup. Wie schon gesagt, unten fangen wir an mit der Bowl, eine WD Hooker Bowl. Bei der Pfeife in den 50 Euro war eine Tropfen Bowl inbegriffen. Wer Tropfen Bowls nicht kennt, es sind diese hier, die aussehen wie ein Tropfen. Das hier ist noch eine mit Cuts drin, aber die war einfach eine klassische Clear Bowl in dieser Tropfen Bowl Optik. Die hat mir natürlich gefallen, hat zum ganzen Konzept gepasst, aber da kam Chris, der Ehrenmann, und meinte, hier, WD hat eine geile Handcut Bowl, ich kaufe die, kannst du auf deine Honey Sign tun. Und ich finde dieses Design mega geil, mit unten eine X-Shisha Farbe drin, finde ich mega gut. Dann oben, ich habe gesagt, ist eine Plastikbase oder POM nennt man das, ist aber auf jeden Fall kein Edelstahl, kein Stahl, sondern einfach eine Plastikbase, stört aber auch weiterum nicht. Und ein kleiner Mängel, muss ich sagen, ist, das Tauchrohr wird oben in die Base reingeschraubt, und zwar ist da kein Gewinde in der Form von Edelstahl drin, sondern man dreht das Tauchrohr sozusagen ins Plastik rein. Ich denke, das ist so ein Mängel, der nach einer längeren Zeit sein kann, dass es kaputt geht, aber ich schraube das Tauchrohr eh nicht mehr aus der Base raus. Nehmen wir mal einen Zug. Anzug ist wirklich geil. Leicht, aber auch nicht zu leicht, wie ihr das kennt bei Pfeifen ohne Diffusor, nämlich sie hat keinen Diffusor. Jeder kann aber, wenn er es selber kann und zu Hause hat, kann er da auch gern 4 Löcher reinbohren. Mich stört es nicht, aber ich denke, um einen Diffusor dran zu machen, ist kein Schraubgewinde dran, also einfach mit der Bohrmaschine 4 Löcher reinbohren. Aber im Großen und Ganzen, meiner Meinung nach, gehört das auch zum Design und zur Pfeife, dass die keinen Diffusor hat. Dann, als nächstes, wie gesagt, ein schmales Rohr vom Teller bis in die Base rein.
Die ist auch verschraubt und oben dann einfach ein schlichter Teller mit der Eingravierung Honey Sign. Obendrauf brauche ich heute den Predator in der schwarzen Optik. Da gab es ja einen guten Vorreiter, und zwar Oblaco hatte X-Dosha oder so hieß der, hatte einen rausgebracht und dann haben wir gesagt, nee, wollen wir nicht, wir kaufen den einfach von Predator. Das ganze Setup, so wie es hier ist, wird auch in der Videobeschreibung sein, also checkt ihr auf jeden Fall mal aus. Dann als Mundstück kommt, was ultra nice ist, finde ich, krieg's gerade nicht raus, wird aber eingeblendet, einfach ein schlichtes Rohr, Edelstahlrohr mit den Initialien Honey Sign drin. Finde ich schlicht und einfach geil. Ich rauche sehr, sehr gerne mit dem Mundstück. Ich kann zwei Kohlen oben nicht in die Smokebox reintun. Das ist eine Nachmache vom Callout, bin ich auch ganz ehrlich zu euch. Da passt die Kohle nicht rein, nämlich das sind die 28er Kohlen von Al-Dukhan. Und die passen da einfach garantiert nicht rein. Drei wäre zu viel, also muss ich eine auf Kipp einfach lassen. Aber eigentlich fürs Hitzemanagement gar nicht mal so schlecht. Aber was ist denn jetzt der ausschlaggebende Grund, warum ich mir diese Pfeife gekauft habe? Einmal das Design, mega geil. Die Qualität bin ich wirklich mit zufrieden, außer dieser kleine Mänkel mit in die Base drehen, mit der, mit dem Tauchrohr. Aber dieses schlichte Design, für den Preis muss man sagen, und der Anzug ist geil, der Durchzug ist geil und weswegen ich sie gekauft habe, ist auch noch das Ausblasventil. Das kann ich euch natürlich jetzt mal zeigen. So, dann kommen wir jetzt mal zum Ausblasventil. Im Detail zeige ich euch das natürlich auch nochmal. Es ist richtig geil. In der Base sind kleine Schlitze, wo der Rauch ausdringen kann. Und wenn ihr richtig viel raucht und der Kopf richtig heiß ist, dass es gegen den Teller und zur Seite aus. Kennt man heutzutage von hochpreisigen Pfeifen, Aeon zum Beispiel. Hier hat man das mal eben für 50 Euro. Klar, hier drin sind keine vier Kugeln, das ist gleichmäßig, sondern hier beim Schlauchanschluss mussten die, denke ich mal, aus Platzgründen. Es fehlt eine, also da ist gar kein Loch. Also hier kommt auch ein bisschen Rauch raus, aber nicht so dicht wie hier vorne auf der anderen Seite. Aber im Großen und Ganzen finde ich es auf jeden Fall sehr gelungen. Wo ich den in unserer Insta-Story gepackt habe, Link zu Insta ist unten in der Videobeschreibung. Oder wenn ihr uns noch nicht auf Insta folgt, so wie hier auf YouTube, bitte einmal abonnieren, followen auf Instagram und auf YouTube die Glocke aktivieren. Das würde uns auf jeden Fall weiterhelfen, dass wir diese Videos auch noch so weitermachen können. Witzigerweise liegt die Pfeife, bin ich auch ehrlich, momentan nicht mehr bei 50 Euro. Ich weiß nicht, ob es bei Shisha Dommen ein Fehler war oder vielleicht die letzte im Sortiment, die raus musste und ich einfach nur Glück hatte. Momentan liegt diese Pfeife aber bei 79 Euro im Komplettset ohne Kopf, aber mit Schlauch und Mundstück. Also trotzdem, selbst 79 Euro finde ich gerechtfertigt für diese Pfeife. Klar, jede Ansichtssache, aber ich finde diese Pfeife einfach schön. In der Insta-Story, wo ich sie gepostet habe, haben auch viele mir geschrieben, ey, wo finde ich die? Dann habe ich einen Link geschickt und einen Tag später war sie für 79 Euro bis 80 Euro wieder auf Shisha Dommel verfügbar. Klar, gibt es sie auch noch auf anderen Seiten. Ich packe einfach mal überall, wo ich sie finde, in die Videobeschreibung und da könnt ihr euch den günstigsten Preis raussuchen. Im Kopf übrigens habe ich den guten Blu-Ray. Das ist Powerade, der blaue, mit 50% Grape vom Mixtu. Diese Kombination feiere ich. Traube, dann mit diesem süßlichen Powerade-Geschmack, ist wirklich eine geile Kombination. Kann ich euch nur empfehlen. An sich war es das mit dem Video. Ihr könnt gerne eine Bewertung da lassen, einen Daumen nach hoch, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach unten, wenn nicht. Seid auch ganz ehrlich. Und sonst schiebe ich euch jetzt noch einen Ring vorbei. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen angenehmen Abend oder einen schönen Morgen, wann ihr das Video seht. Haut rein. Boah, Alter, kickt der Kopf. Scheiße.